Seit Mai letzten Jahres hat sich das Gesicht des Ruhrorter Neumarkts stark verändert. Statt Durchgangsverkehr und parkender Autos lädt eine Fußgängerzone mit Sitzgelegenheiten, Sandkasten und Hochbeeten zum Verweilen ein. Die Umgestaltung zu einer temporär verkehrsberuhigten Zone wurde von der Stadtentwicklung initiiert. Den Sommer über konnten die Anwohnerinnen und Anwohner die neue Gestaltung für sich nutzen. Karin Grimone freut sich über die Erweiterung des Außenbereichs, dem Vinotico. Auch Nachbarschaftsfeste haben auf dem Platz stattgefunden und stärkten so das Miteinander im Viertel. Es hat sich auf jeden Fall für uns positiv entwickelt, da vor unserer Haustür keine Autos mehr fahren. Die Leute sitzen in Ruhe auf unserer Terrasse. Und ja, also das Parkplatzproblem haben wir eigentlich so nicht. Das Nachbarschaftsfest ist eigentlich im Rahmen der Verkehrsberuhigung erst zustande gekommen, weil man halt sich hier ausbreiten konnte, alle zusammenkommen konnten, Tisch und Stühle mitbringen. Es war eigentlich eine schöne Atmosphäre, weil man hat dann auch einfach mal Leute kennengelernt, die man vielleicht nur auf der anderen Straßenseite sieht. Und ja, so kommt man auch mal ins Gespräch mit anderen. Direkt nebenan, im Plus am Neumarkt, fand am Montagabend ein Infoabend für die Bürgerschaft statt. Dort diskutierte auch Gina Röckelein von der Stadtplanung mit zahlreichen Interessierten, um Erfahrungen auszutauschen und über die Zukunft des Platzes zu sprechen. Die Veranstaltung war gut besucht und Verbesserungsvorschläge konnten direkt von den Betroffenen eingeholt werden. Sie ist selbst Ruheorterin und sieht den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern als zentral an. Sie nahm die angespannte Stimmung zur Kenntnis und weiß um die gespaltene Meinung im Viertel. Viele Ruheorter und Ruheorterinnen stehen der Umgestaltung des Platzes mit gemischten Gefühlen gegenüber. Es ist tatsächlich sehr gemischt angenommen worden und es ist auch weiterhin so, dass es durchaus verschiedene Meinungen dazu gibt. Wir haben sehr positive Auswirkungen, die wir feststellen können. Wir haben allerdings auch natürlich ein paar negative Auswirkungen, gerade für einige Gewerbebetreibende, die hier am Platz sagen, dass ihre Zahlen jetzt nicht mehr so gut sind wie vorher. Durchaus haben wir aber auch sehr viele positive Stimmen da aus dem gleichen Bereich. Und wir merken schon, dass die Belebung des Platzes durchaus auch stattfindet und dass wir sehr viel mehr Aufenthaltsqualität haben, die natürlich aber auch wieder ein paar negative Auswirkungen auf Anwohner haben kann. Also wenn es abends zu laut ist, ist das natürlich nicht unbedingt das, was sich viele vorgestellt haben. Zwar wird der Platz mittlerweile vielseitig genutzt und ist durch die neue Anbindung an die umliegenden Gebäude belebt. Doch ein zentrales Problem bleibt die Parkplatzsituation, die viele Anwohner belastet. Ein weiteres Thema der Kritik ist das Vorgehen der Stadt. Das Projekt sei beschlossen worden, ohne dass die Anwohner im Vorfeld umfassend eingebunden waren. Einige von ihnen sehen in der Umgestaltung Probleme und hoffen auf baldige Änderungen. Für viele steht die Parkplatzsituation im Fokus der Diskussion, die bisher nur unzureichend berücksichtigt worden sei. Wir wohnen seit über 40 Jahren hier in Ruhrort und naja, es gibt mittlerweile mit der Neuumgestaltung Probleme, wo wir fast dran sind, dass wir wegziehen wollen. Das kann so nicht weitergehen, wie das im Moment geht. Parkplätze suchen. Meine Frau ist noch Friseurin. Und wenn die abends von der Arbeit kommt, in der Woche fast eine halbe Tankfüllung verbraucht sie mehr, um Plätze zu finden. Und das ist ein Problem. Das geht an mein Portemonnaie. Die Stadtverwaltung bittet nun um Stellungnahmen und Rückmeldungen, um die Stadtplanung weiter an die Wünsche der Bürgerschaft anzupassen. Eine umweltneutrale Umgestaltung bleibt ebenfalls ein zentraler Punkt in der Planung, um die Aufenthaltsqualität im Viertel zu verbessern und die Biodiversität zu fördern. Der Neumarkt bleibt noch bis Mai 2025 eine verkehrsberuhigte Zone, bevor die nächste Evaluation ansteht. Ziel ist es, durch enge Zusammenarbeit mit der Politik und der Bürgerschaft eine Lösung zu finden, die dem Viertel und seinen Bedürfnissen gerecht wird. Am Ende soll der Neumarkt ein Platz werden, der von allen generationenübergreifend gemeinsam gestaltet und genutzt wird.